Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch opa, zu einem neuen Unboxing von der LED Floor Light. Die habe ich mir gegönnt für das Wohnzimmer. Ich habe auch schon andere gesehen und habe dann mal gesagt, testet das Ding nochmal, ob sowas gut ist und so. Jetzt habe ich mir einfach mal eins geholt. Die soll wahrscheinlich eventuell hinterm PC kommen, wobei mit dem Standfuß bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht kommt die nächste erst hinterm PC und die kommt noch in der Ecke vom Sofa oder so. Müssen wir mal gucken. Aber erstmal packen wir die aus und gucken, was da alles drin ist. Was ich jetzt bezahlt habe aus dem Kopf, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube um die 30 Euro oder sowas. Ach so, die hat so eine Gummifolie drüber. Die ist jetzt mit abgegangen. Naja. So. Wir haben einen, zwei, einen langen Schlauch drin. Wir haben eine Fernbedienung, einen Sensor, ein Netzteil und ein LED-Band drin. Ach, das ist, also müssen wir selber einbauen. Könnte natürlich Vorteile haben, dass wir das so ja Alexa steuern können. Das werden wir gleich mal testen. Dann haben wir, ach so, den Standfuß, der Drehteil, ach, den Deckel und Schrauben und Dübel, ach Quatsch, Imbus, dass wir das schrauben können. Wir haben den Stecker. Wir haben die Füße. Wir haben die Rohre. Und wir haben eine Anleitung. Das war's. Mir ist hier ehrlich gesagt nicht drin. Die werden wir auch gleich mal zusammenbauen. Wir gucken mal, was hier drauf steht. Also, wir haben erstens, wir sollen die Metalldinger zusammenstecken. Zweitens, wir sollen den LED-Streifen reinkleben. Drittens, das wird die Gummi sein, das Gummi drüber machen. Viertens, die Haube oben drauf. Fünftens, den Standfuß. Nee. Nee. Viertens, oben. Ach so, fünftens, den Stecker vom LED-Band zur Seite rauslegen. Und dann den Standfuß oben drauf. Sechstens am Standfuß die Standfußpünöpelchen befestigen, also die Verlängerung, dass er auch steht. Siebtens das mit Immo denn festmachen. Achtens Elektronik anschließen. Neuntens. Achso, nee, erstmal den Sensor anschließen. Bei 8. Bei 9. dann den Stromkabel mit anschließen. Und 10. Strom in die Steckdose. Aber wir haben auch Musikmode und so. Achso, deswegen hat das Ding so einen kleinen Lautsprecher. Mikrofon. Okay, es ist aber alles in Englisch. So, wir müssen mal jetzt.
interessiert mich jetzt. So. Das müssen wir innen drin kleben. Dann haben wir halt eine Fernbedienung mit bei. Und hier ist dann halt das Ding mit Sensor. Also praktisch hier kommt Strom rein. Hier ist der Sensor. Hier ist das Mikrofon, dass man das halt auch im Music-Mode, dass es dann mit der Musik blinkt. Ach nee, wir haben einen speziellen Stecker. Wir haben einen speziellen Stecker, wie ich es mir doch schon fast gedacht habe. Oh, das riecht aber ganz extrem nach Kleber. Und zwar so einer, der einfach nur zum Stecken ist. Dass auch keine Pinöpelchen umgebogen werden können. Aber ganz extremer Kleber. Nicht schön. Also schön ist anders. Also ich muss echt sagen, wo ich die Tüte jetzt geöffnet habe, ich kriege Kopfschmerzen. In der Tüte geht's. Das ist wirklich. Oh. Uff, ganz ekelhaft. Also ich hatte noch nie. Das ist aber nicht nur. Boah, das ist, riecht wie Kleber zur DDR-Zeit noch schlimmer, ey. Boah. Aber ist da irgendwas anderes ohne mit bei? Also das ist das erste Mal, dass ich Kleber habe, der wirklich so extrem gestunken hat. Das hatte ich noch nie. Aber das ist wirklich. Boah. Das ist ekelhaft. Aber egal. Wir haben es jetzt ausgepackt. Jetzt geht es gleich im nächsten Video ans Anbauen und natürlich testen. Oder besser gesagt zusammenbauen und testen. Mir schwan schon schlimm mit. Ich hoffe, ihr seid gleich mit dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen. Oh, ich kriege Kopfschmerzen, ey. Wir sehen uns bis gleich. Ahoi, sagt euer Odin.